Willkommen bei iConcept Phones. Heute werden wir uns das Xiaomi Mi Watch Lite angucken. Ich habe es für 41 Euro auf AliExpress gekauft. Es ist die globale Version von Redmi Watch. Allerdings hat die Redmi Watch kein GPS im Gegensatz zu der globalen Version, zu der Mi Watch Lite. Vom Design her sieht es sehr identisch aus. Hier haben wir ein TFT Display. Es hat 350 Nit Beleuchtungskraft. Also es sieht schon sehr gut aus. Hier können wir beispielsweise, wenn man von oben nach unten scrollt, die Benachrichtigungen sehen. Klicken wir mal auf Löschen. Ja, mein Aldi-Top-Paket endet in den nächsten 2 Tagen. So, das können wir auch löschen. Hier sehen wir die Schritte, die ich im Laufe des Tages gemacht haben soll. Allerdings habe ich die Uhren heute nicht getragen, von daher stimmt dieser Wert nicht. Hier sehen wir den Akkustand, den zuletzt gemessenen Herzfrequenz. Und hier haben wir einmal ein Wetterwidget. Die können wir natürlich x-beliebig programmieren, indem wir lange gedrückt halten auf dieses Zahnrädchen. Dann drücken wir einfach mal beispielsweise auf dieses Widget. Da kann ich Kalorien, Schlaf, Schritte, was weiß ich, alles mögliche, Alkoholpuls auswählen. Wählen wir mal Kalorien aus, dann wird mir hier dieses Kalorienwidget angezeigt. Gehen wir mal wieder auf Schritte. So, hier haben wir noch weitere Watch Faces, da müssen wir wieder lange gedrückt halten. Wir haben einmal diesen hier, einmal diesen hier, dann haben wir noch eine weitere digitale, noch eine weitere digitale Anzeige. So was haben wir noch, das gefällt. Das habe ich mit der App heruntergeladen, mit der Xiaomi Wear App. Da hat man etwa 120 Watch Faces, die kann man x-beliebig runterladen. Allerdings dauert es etwas, bis diese Watch Faces auf das Mi Watch Lite übertragen wird. So, was passiert, wenn wir von unten nach oben wischen? Da bekommen wir diese Shortcuts fürs Taschenlampe, Sperren. Was soll man machen? Gedrückt lassen. So, nochmal. Und dann haben wir hier diesen Do Not Disturb Modus. Das kann man die einstellen oder vorprogrammieren, sodass es selber um beispielsweise 22 Uhr sich selber einschaltet, dann wird man beim Schlaf nicht gestört. Wenn wir hier drauf drücken, dann kommen wir auf die Einstellung. Da haben wir einmal Zifferblätter, Helligkeit, bitte nicht stören Modus, Gerät anheben zum Aufwecken, Puls, da habe ich beispielsweise das so eingestellt, dass das Mi Watch Lite alle, also jede Minute mein Puls misst. Das kann ich dann mit der App anzeigen. Hier habe ich beispielsweise auch eine Pulswarnung eingestellt. Ab 150 BPM werde ich gewarnt mit einer Vibration. Es hat keinen eingebauten Lautsprecher, deswegen kann es nur vibrieren. Dann haben wir Leerlaufalarm, automatische Sperre. Hier kann man die automatische Sperre einstellen. Gehen wir mal auf 10 Sekunden. Abdecken für Schlafmodus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Dann haben wir einmal Passwort und Systemeinstellungen. Bluetooth zurücksetzen über die Smartwatch. Da sieht man beispielsweise die MAC-Adresse und das war es auch schon.
Wenn man von rechts nach links oder von links nach rechts wischt, hat man diese Shortcuts bzw. diese Widgets, Schnellwidgets. Beispielsweise hier die Kalorien, 400 geplant. Ich hätte 0 Kalorien verbrannt. Da ich die Uhr heute nicht getragen habe, zeigt es mir keinen Wert an. Leider können wir nicht nach unten scrollen, um weitere Informationen anzuzeigen, oder wenn man hier drauf drückt, kommt man nicht in die App rein. Hier haben wir die Uhr-Widget, genau das gleiche, wir drücken drauf, da passiert nichts. Hier haben wir den Puls-Widget, da können wir einmal drauf drücken, dann wird gemessen. Dann werden mir hier meine Schlafdaten angezeigt und das wär's. Wenn man hier einmal auf diesen Knopf drückt, auf diesen Power-Knopf, dann kommt man in die Menüanzeige. Hier haben wir diverse Apps, beispielsweise Sportmodus. Da können wir laufen im freien, Laufband, Radfahren im freien, drinnen Radfahren, Freistil, Gehen, Tracking, Traillauf, Beckenschwimmen, offenes Gewässer und Cricket aufnehmen, aufzeichnen. Hier haben wir noch die Aktivitäten-App. Dann haben wir hier die Trainingsübersicht, was wir heute gemacht haben, wie viele Kalorien wir verbrannt haben. Dann habe ich hier einmal den Pulsmesser. Leider hat es keinen SpO2 Sensor, also der Blutsauerstoffgehalt nicht gemessen. Hier haben wir eine ganz normale Pulsmessung. So, was haben wir noch? Wir haben hier wieder diese Schlaf-App. Da wird angezeigt, wie lange man Tiefschlaf hatte oder leichten Schlaf hatte, mal Schlafstörungen mittendurch hatte. Dann haben wir hier noch diese App fürs Remote Kamera Control, oder? Nein, das ist für was anderes. Achso, das ist fürs Atmen. Eine App fürs Atmen. Schön, aber ich kann selber atmen. Naja. Klicken wir mal hier drauf. Hier haben wir einen Kompass. Wenn man die App zum ersten Mal öffnet, muss man sie zuerst kalibrieren. Hat man die App kalibriert, dann funktioniert sie. Dann haben wir hier noch eine App mit der Anzeige des Luftdrucks. Ich weiß nicht, ob es hier einen Luftdrucksensor gibt, eingebaut ist. Ich glaube nicht, aber kann sein. Dann haben wir hier die Musik-App. So. Wenn man eine Musik mit der App, mit dem Smartphone öffnet, kann man diese hier einfach remote bedienen. Play, Pause, weiter, zurück und die Lautstärke einstellen. Dann haben wir hier noch den Wecker. Beispielsweise hatte ich hier einen Wecker eingestellt, die kann man sehr leicht ein- und ausschalten. Dann haben wir hier noch einen Stoppuhr, starten, Pause oder Stunde. Löschen wir mal. Das ist der Timer. Die kann man zwischen 1, 2, 3 oder 5 Minuten oder x-beliebig aussuchen. Beispielsweise 1 Minute und dann wird es zurückgezählt. Dann haben wir das Wetter-Widget bzw. die Wetter-App. Dann die Nachrichten, die Benachrichtigungen.
So können wir den Telefon finden, wenn wir unser Telefon nicht finden können. So. Ja, wenn man Hilfe braucht, aus irgendeinem Grund, kann man diesen Code scannen. Und da wird wahrscheinlich eine PDF-Datei heruntergeladen, eine Bedienungsanleitung oder so. Die Einstellungen haben wir uns ja auch angehört. Und das wäre schon mit der Uhr. Also da kann man keine Apps draufladen. Es hat keinen NFC. Damit kann man nicht bezahlen. Aber für 41 Euro erwarte ich das ja auch nicht. Es wäre schön, wenn es NFC hätte und Google Pay unterstützt würde oder zumindest halt Alexa drauf hätte. Es hat aber halt kein Mikrofon und keinen Lautsprecher. Nur ein Power-Button. Hinten haben wir den Pulssensor. Es wird magnetisch aufgeladen, wenn man diese Straps austauschen möchte. Kann man die ganz einfach austauschen, indem man einmal die drauf drückt und dann zieht. Ein Lederarmband würde ich bevorzugen, aber die sind auch gut. Also ich bin nicht allergisch dagegen. Es fühlt sich hochwertig an. Sieht schön aus. Das auch Plastik, oder? Ja. Die Gehäuse ist ja auch aus Plastik, aber es ist sehr gut verarbeitet. Keine scharfen Kanten oder so. Das Display ist auch gewölbt. Ist schön zu bedienen. So, das wär's zu meiner Review des Xiaomi Mi Watch Lite. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann abonniert einfach meinen Kanal. Über einen Like würde ich mich auch sehr freuen.